Herzlich willkommen, liebe Freunde, und was geht ab? Geil, sich einfach so reinzusetzen, wollte ich schon immer mal machen. Wir sprechen heute natürlich über XRP. Alle 2-3 Tage kommt jetzt ein XRP-Video. Ist ein bisschen viel gewesen in letzter Zeit, aber heute gibt es wieder sehr, sehr spannende News. Gerade um den XRP-ETP, was das ist, warum das so wichtig wird, wo der an den Start gegangen ist. Wirklich sehr, sehr spannend. Und warum der Juli für XRP statistisch gesehen immer ein guter Monat war, sehen wir uns auch an. Natürlich News zu Solana, wie heftig diese Blockchain, aber auch die Meme-Coins, die auf Solana laufen, für den nächsten Bullrun werden, also wie wichtig das Ganze auch wird und so, ist schon klar. Ansonsten sehen wir uns natürlich auch News zur MiCA-Verordnung an. Es wird extrem spannend, es wird relativ viel, deswegen gehen wir auch direkt rein. Ihr lasst mir sehr gerne einen Kommentar, ein Like, da haut den Like-Button durch die Decke, ich will das nicht jedes Mal sagen. Das unterstützt mich hier mit am meisten. Natürlich kostenlos ein Abo, ist logisch, versteht sich von selbst. Wie gewohnt nach dem Intro. Peace. Crypto Night, Doe, Mann, ich wache über den Markt und gebe Alarm, doch bekomm nicht gleich einen Herzinfarkt. Analysier den Bitcoin sowie Ethereum. Ich halte es für eine Chance, andere halten uns für dumm. Ja, Leute, los geht's. Wir sehen uns die Crypto Heatmap an. Reicht. Gehen wir direkt auf die News. Circle, erster lizenzierter Stablecoin-Emittent unter MiCA. Sollte man doch zu Circle wechseln? Bei Tether gibt es da ja noch Ungereimtheiten bei USDT, die dann noch nicht ganz oder überhaupt nicht MiCA-konform sind. Deswegen, da bleibt noch, ich glaube, ein Monat Zeit, dass sie da gewisse Sachen erfüllen. Der USDC und EURC Stablecoin von Circle sind die ersten digitalen Fiat-Token, die mit den Regeln der Markt für Kryptoassets vollständig konform sind, quasi mit der MiCA-Verordnung. Am 1. Juli gab Jeremy Allaire, Mitgründer von CEO und Circle, bekannt, dass das Unternehmen der erste Stablecoin-Emittent in der Europäischen Union ist, der die Zahlung im Rahmen der Märkte für Kryptoassets, der MiCA übersetzt natürlich, Verordnung erhalten hat. Das für Circle, für den Emittent USDC extrem wichtig. Die dürfen im europäischen Raum agieren. Tether momentan nicht. Es gibt eine Übergangsfrist. Wir hoffen mal, dass das so bleibt. Ansonsten muss man sich dann irgendwann mal Gedanken machen, ob man in einen anderen Stablecoin wechselt. Aber ich denke, das wird durchgehen. Das wird funktionieren. Die werden da auch ihre Aufgaben machen. Ansonsten halte ich euch da auf jeden Fall up to date. Wir sehen uns natürlich auch kurz eine Studie an. 1 Billion Dollar Markt bis 2030. Neue Studie sind Blockchain und Digital Assets, die Zukunft von Europa. Europa natürlich. Die Tokenisierung. Alles, was den Crypto-Space verbindet. Wir sind noch so, so früh dran, was ich damit sagen wollte. Wir sind extrem früh dran. Das Ganze in Sachen Kryptowährungen, in Sachen DeFi, Zahlungsverkehr, das wird sich höchstwahrscheinlich erst in den 30er Jahren, Ende der 20er Jahre, es hört sich an, 20er Jahre, 30er Jahre, erst alles ausspielen. Extrem früh dran, vergleicht das immer mit dem Internet, das kommt jetzt, die nächsten Jahre wird es so extrem krass alles genutzt werden. Die Blockchain-Technologie wird immer mehr Einzug gehalten, auch in das normale Leben. Also da haltet euch eure Assets auch warm, definitiv. Wir werden noch einen Bärenmarkt definitiv mitmachen, den wir uns nochmal gut einkaufen können. Aber das wird bis 2030 richtig heftig. Billionen von Dollar laut dieser Studie, die dann noch in den Kryptosektor fließen. Das kann man sich, glaube ich, jetzt noch gar nicht vorstellen, wo wir in 5, 6, 7 Jahren sind. Cardano, MiCA-konform. Cardano hat diese Konformität, sag ich mal, schon sehr, sehr früh erworben, hat auch sehr früh, ich habe das schon vor einem Jahr, glaube ich, mal über Cardano ein Video gemacht, sind wirklich sehr, sehr bestrebt, alles regelkonform zu machen, auch in den USA. Es gibt weder eine Anklage noch irgendeinen Vergleich, weil Cardano da auch irgendwo mit der Regierung zusammenarbeitet. Selbst Charles Hoskinson hat schon vor dem Kongress gesprochen. Also Cardano, liebe Freunde, haut mal in die Kommentare, was ihr von Cardano haltet. Finde ich immer ganz wichtig so oder ganz interessant. Wer hält Cardano? Was haltet ihr davon? Ich
bin pro Cardano, auch wenn der Kurs, ähnlich wie bei XRP, auch wenn der Kurs und alles nicht so ist, wie wir das gerne möchten. Was sie machen, machen sie gut. Auch wenn sie da ein bisschen hinterher sind, die Market Cap schon hoch ist, nicht aus dem Knick kommen und was es da nicht alles gibt. Trotzdem Cardano nicht umsonst unter den Top 10 oder Top 11 Kryptowährungen laut Marktkapitalisierung. Gehen wir noch kurz auf Solana ein, bevor wir zu den XRP-News kommen. Das sind ein paar. Solana-Kursprognose und Analyse nach SOL, Liquid Staking. Also es gibt nur positive Nachrichten. Solana-Meme-Coins übertreffen Ethereums um mehr als 800%. Am besten, ich fange den Satz nochmal an. Solana-Meme-Coins übertreffen Ethereums um mehr als 800%. Die Meme-Coins, das dürfte jedem jetzt hier klar sein, auf dem Solana-Ökosystem, das sind die Meme-Coins, die auch in Sachen Bullrun, in Sachen Prozente sowas von abreißen werden im nächsten Bullrun. Das kann man sich auch noch nicht vorstellen. Solana-Meme-Coins haben Ethereum mit einer Steigerung von 800% seit Jahresbeginn übertroffen. Die Gewinne, die dort gemacht wurden, natürlich auch Verluste, muss man auch sagen, die Gewinne des einen sind die Verluste des anderen, sind wirklich unglaublich. Also da muss man sich auf Solana gefasst machen. Solana, das haue ich jetzt einfach mal so raus, unüberlegt, wie ich manchmal bin, kann Ethereum nicht sofort, auch sehr, sehr viel Zeit noch, weil Ethereum ist einfach noch der Platzhirsch, irgendwann gefährlich werden. Extrem günstig, extrem schnell, braucht keine Sidechains, ist zwar EVM-kompatibel, ja, aber keine Layer-2-Lösung, sage ich mal, wie Ethereum. Und klar kann Ethereum dann noch seine Aufgaben machen und das Ganze auch in den Griff bekommen, aber Solana, klar, auch wieder ab und zu mal verstopft und hat einen Hänger oder ist down, sagen wir mal, wird abgeschalten. Aber Solana ist wirklich eine sehr, sehr krasse Blockchain. Für mich die Blockchain der Zukunft auch, wenn ich auch Solana vor einem Jahr überhaupt nicht gefeiert habe. Als der FTX-Crash kam, ihr wisst Bescheid. Okay, ETF-Effekt kann sich auch noch alles ausspielen. Solana über 1000 Dollar, so hoch kann der Kurs durch den ETF, Spot-ETF steigen. Und da bin ich absolut konform mit der Sache. 1000 Dollar würde ich jetzt vielleicht nicht gleich anvisieren, aber irgendwo so zwischen 500 und 800 Dollar sehe ich Solana als absolut realistisch. Und ich sage es nochmal, wer hier bei 8 Dollar oder 17 Dollar, war der nicht sogar mal bei 8 Dollar nach dem Crash, ja, wer da nochmal sich eingekauft hat, ja, Happy Birthday und auf jeden Fall gute Entscheidung gewesen. Okay, ich habe nicht mehr dran geglaubt, habe trotzdem noch günstig eingekauft. Haut mir auch zu Solana eure Meinung in die Kommentare. XRP News, der Juli könnte ein guter Monat für den Ripple Coin werden. Hier werden viele statistische Anomalien zusammengetragen und im Juli 22 hatte XRP einen Kursanstieg von 14%. Hier wird sogar von einem beeindruckenden Kursanstieg gesprochen. Ja, das ist bei XRP schon mal 14%. Sehr, sehr beeindruckend. Wird meist alles wieder abverkauft. Wir wissen Bescheid, wie das Ganze läuft bei XRP. Hingegen ein Preisrückgang jetzt im Juni 2024 von 8%. Da sind wir echt gespannt. Hier die positive Entscheidung im Ripple-Rechtsstreit. Im letzten Jahr wirkte sich weiterhin nach. Daten der Krypto-Analysefirma Sentiment zeigen, das ist extrem wichtig, muss man auch mal erwähnen, dass in den letzten 30 Tagen 20 neue Wale zwischen 1 Million und 10 Millionen XRP-Token angesammelt haben. Derzeit gibt es über 1500 solcher Waladressen. Also in den letzten 30 Tagen ist hier Bewegung in Sachen Wale, die sich da einkaufen. Gerüchte könnte man da wieder in die Welt setzen. Wissen die was? Kommt da was? Schauen wir mal. Aber wer Millionen von XRP hält, der braucht auch nicht viel Kursanstieg, um da ordentlich Cash zu machen, um die ganze Sache dann auch wieder irgendwo zu dumpen. XRP in 24 Monaten bei 50 Dollar. Ist das möglich? Lassen Sie uns einen Blick in die Glaskugel der Zukunft werfen. Es ist Sommer 2026, die Sonne scheint, die Inflation ist unter Kontrolle, die Rolle des Dollars ist an den Nagel gehängt. In dieser verklärten Vision
hüpft XRP fröhlich auf einen Wert von $50 herum. Frühe Investoren schwimmen in Geld wie Dagobert Duck. Wäre doch mal geil, liest sich auf jeden Fall schön, doch wollen wir mal nicht zu schnell urteilen. Wird hier auch argumentiert, der Bankencoin kämpft ja noch massiv gegen die SEC. Auch die ganze Sache mit der Anwendung muss erst, wie ich schon gesagt habe, ins Rollen kommen in den 30er Jahren, Ende der 20er Jahre. Wie gesagt, wir sind echt gespannt und ich hoffe, dass wir dieses Jahr schon den Rechtsstreit definitiv beenden und dann kurstechnisch uns auch irgendwo mal 1, 2, 3, $4 bewegen. Ich habe auch schon in meinen Kommentaren gelesen, da werden sehr, sehr viele schon das Asset abstoßen. Muss jeder selber wissen. Ob XRP in den nächsten 24 Monaten bei $50 sein wird, bleibt abzuwarten. Logisch, was anderes hätte ich euch auch nicht gesagt. Jeder, der hier irgendwelche Kurse verspricht oder prophezeit, naja, man muss auf jeden Fall starke Nerven haben, eine Portion Glück. Bis dahin bleibt uns nichts anderes übrig, als täglichen Kryptowahnsinn mit einer Prise Humor zu betrachten und auf die nächsten Schlagzeilen zu warten. So ist es nun mal und abwarten, durchhalten, Tee trinken oder irgendwas anderes. Mehr bleibt uns da nicht übrig. Jetzt aber eine sehr, sehr krasse Nachricht, die kam vor mehr als 16 Stunden raus. ETP, XRP, ETP launches on Nasdaq in Stockholm in Schweden. Ein ETP ist ein Exchange Trade Produkt, also ein anderes Finanzanlageprodukt, ähnlich zu vergleichen wie mit einer Aktie. Der XRP ETP wird hier börsennotiert in Stockholm angeboten als Finanzanlageprodukt. Hier haben wir auch die News in einer offiziellen Presseaussage. Am Dienstag gab der schwedische Digital Asset Manager von Virtuen das Debüt seiner Virtuen XRP ETF an den Nasdaq Stockholm bekannt. Virtuen XRP ETP Ziel ist es, den Anlegern eine Möglichkeit zu bieten, die Leistung von XRP, dem siebtgrößten Kryptoprojekt mit der Bewertung von über 26,6 Milliarden US-Dollar zu nutzen und dort zu investieren. Interessanterweise beginnt dieser XRP oder dieses XRP-Investitionsprodukt heute am 2. Juli, also gestern, mit dem Ticker VIRXRP zu handeln. Es ist auf der schwedischen Krone SEK ausgerichtet und kann über Avanza und Nordnet abgerufen werden. XRP ETP erfüllt die Nachfrage von XRP-Investoren, Leute oder Unternehmen, die in XRP investieren wollen, da aber eine Sicherheit haben wollen, haben jetzt die Möglichkeit. Unternehmen oder das Unternehmen stellte fest, dass sich XRP von herkömmlichen Bankensystemen abhebt, indem Transaktionen in Sekundenschnelle abgeschlossen werden können. Hier nochmal ganz wichtig: In dem Bereich wurde festgestellt, dass das neu eingeführte XRP-ETF-Anlageprodukt vollständig besichert und zu 100% durch physische XRP-Token unterstützt ist. Und das macht es dann auch als Finanzanlageprodukt für Unternehmen, für Großinvestoren zugänglich und interessant. Als Reaktion auf die Einführung des XRP-ETP bemerkte Christopher Koch, CEO von Virtuen, dass das neue Produkt die steigende Nachfrage von Investoren erfüllt, die nach einer sicheren Möglichkeit suchen, in XRP zu investieren. Richtig, richtig geiler Schritt hier in Schweden. Und das wird dann auch Stück für Stück immer weiter in Europa, gerade mit der MiCA-Verordnung, Einzug halten. Wenn das Urteil durch ist, glaubt mir, wird sehr, sehr geil. Ich bin extrem bullisch, was XRP angeht. Okay, auch dazu eure Meinung in die Kommentare einmal. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet, sehr gerne bei Pionix anmelden. Ich wollte euch mal wieder ein Update geben zu meinen Future Bots. Da gehen wir mal kurz drauf. Und zwar mein Solana USDT Long 10er Hebel. Mit dem habe ich jetzt $73 plus gemacht. Das ist schon eine ordentliche Rendite. Und die BTC Future Grid 15er Hebel Aggressive bin ich 18% im Plus. Also das läuft ganz gut. Ich habe da nicht so viel investiert. Wenn ihr Bock habt, diese Future Grid Bots auszuprobieren, geht ihr auf Futures, Future Spot, dann hier auf Future Bot, dann Future Grid Bot erstellen, Short, Long, Neutral, kopieren, welchen ihr nehmen wollt, den moderaten, den bullischen Trend ausgewogen, bullischer Trend aggressive. Hier vorne wählt ihr euch noch die Kryptowährung aus, die ihr
KI-technisch traden lassen wollt, natürlich. Ihr macht da quasi gar nichts, außer dem Bot kopieren, natürlich Geld einzahlen, wie viel ihr investieren möchtet, erstellen und dann geht das Ganze los. Ich mache nochmal ein richtig ordentliches Update, aber wenn ihr Bock habt, KI-Trading, Spotkäufe zu tätigen, macht das sehr, sehr gerne über meine Börsen. Ansonsten bleibt alles schön gesund, lasst mal einen Kommentar, zwei Likes, wenn das geht da. Ansonsten natürlich ein Abo kostenlos. Ich hoffe, ihr seid bestens informiert und genauso bullisch auf das Jahr 2024 wie ich. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Peace. Drum hinterlass ein Like und auch ein Kommentar. Lass meine Glocke klingeln, so wie bei einem YouTube-Star. Crypto Night Doll, für euch bin ich nachtaktiv. Bleib up to date, denn jeden Tag geht etwas schief.